Am späten Vormittag in Frankfurt am Main. Gastronom und Food-Influencer Bernd Zehner checkt heute das Essensangebot in Möbelhäusern. Was für Gerichte gibt es? Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis und kann man sie empfehlen? Hunderte Möbelhäuser in ganz Deutschland. Viele davon haben auch ein eigenes Restaurant. Meine persönliche Erfahrung mit Möbelhausrestaurants, zwiegespalten. Sind die Restaurants so schlecht wie ihr Ruf? Das testen wir heute mit versteckter Kamera. Mit einer Brillenkamera und jeder Menge Appetit startet der erfolgreiche YouTuber bei einem blau-gelben Möbelhaus. Die Erwartungshaltung hier im schwedischen Möbelhaus, ja, die legen ja schon Wert drauf, auch auf ihr Restaurant, was sie hier haben. Ich kenne es aus Kindheit noch tatsächlich, da sind Großeltern und so weiter samstags gerne mal dahin. Und die werden das schon ordentlich machen. Im Selbstbedienungsrestaurant gibt es mehrere Theken. Als erstes entscheidet sich Bernd Zehner für ein vorbereitetes und verpacktes Gericht. Lachs und Salat für 5,95 Euro. An der warmen Theke kann er zwischen 8 verschiedenen Hauptspeisen wählen. Hallo. Ich hätte gern einmal den Spargel mit dem Schnitzel, bitte. Nochmal Spargel? Mit Schnitzel, genau, ja. Perfekt. Gerne. Die Soße so am Rande, oder? Oh, Sie dürfen sie ruhig über den Spargel machen. Perfekt. Ja. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Dankeschön. Schönen Tag. Bernd Zehner testet das Hühnerschnitzel mit Spargel für 9,95 Euro. Hallo. Mit Vor- und Hauptspeise kommt er auf insgesamt 15,90 Euro. Da bin ich gespannt. Auf den ersten Blick sieht das gut aus. Ich habe mir hier einen Teller mit Lachs besorgt. Das ist ein Kraftlachs. Dazu gibt es eine Senfdillsoße und ein bisschen Salätchen. Und aktuell als Saisongericht bekommt man einen weißen Spargel mit einer Sauce Hollandaise, Kartoffeln und einem Geflügelschnitzel dazu. Graved Lachs ist nicht geräuchert, sondern roh. Wichtig bei dem Graflachs ist natürlich Frische. Ne? So ist das bei geräucherten, gebeizten sowieso. Aber den Lachs werden wir einfach mal probieren. Ein bisschen von Sößchen dazu. Der schmeckt echt gut. Da kannst du nicht viel falsch machen. Ne? Muss man mal dazu sehen. Das ist ein gutes Grundprodukt. Die Soße, das ist, glaube ich, auch so eine hauseigene hier. Die passt natürlich ganz hervorragend dazu. Ist auch was ich privat wirklich gerne mag. Von daher haben sie eh schon einen Stein bei mir im Brett. Aber das ist schon gut. Was mich wirklich wieder. Also, der Salat, ne? Warum kann man da nicht einfach so noch so ein Töpfchen mit Dressing dazustellen? Dann hast du doch was davon, dann kannst du den auch mitessen. Weil ansonsten kann der ja einfach gar nichts. Aber hey, das war ein guter Anfang. Lass uns doch mal gucken, was der Spargel kann. So, da haben wir den Spargel. Spargel, Salzkartoffeln dazu. Also ich probiere erstmal so ein Stückchen Kartoffel. Die hat einen schönen kartoffeligen Geschmack. Ich gehe davon aus, dass die hier gekocht wurde, aber geschält angeliefert. Das ist vollkommen in Ordnung. Die muss man dann nur in reichlich Salzwasser kochen, damit sie auch einen guten Geschmack kriegen und behalten. Das ist eine solide Kartoffel. Und hier gerade mit so ein bisschen Hollandaise dazu. Gut. Aber der wichtige Protagonist ist ja der Spargel. Ja? Und wir fangen direkt mal an und probieren ein Spitzchen. Also erstmal, beim Schneiden merkst du schon, der ist nicht übergart. Man sieht ja schon, wenn man das hochhält, der biegt sich nicht durch, der hängt nicht runter. Na, das ist schon mal ganz wichtig. Farblich und von der Dicke her ist der auch von guter Qualität. Weil Spargel wird ja in verschiedene Güteklassen eingeteilt. Das hier ist so ein schöner, dünner Spargel. Der hat weiße Köpfe. Das ist tipptopp. Ne? Also jetzt muss er nur noch schmecken. Und siehe da, er tut. Zu frischem Spargel liebt Bernd Zehner Sauce Hollandaise. Was mir natürlich direkt auffällt, das Produkt Hollandaise, das ist ein vollkommenes Produkt. Ich kenne das Produkt, aber auch hier sind wir wieder so, dass man sagt, das ist das Beste, was man fertig kaufen kann. 4 Stangen Spargel, Kartoffeln dazu und ein Schnitzelchen, das wir jetzt probieren. Ich meine, das ist nicht riesig, ne? Das ist ein Hähnchenschnitzel, das ist 100% ein Fertigprodukt. Aber hier ist es wie bei allem, kauf den billigen Schrott oder kauf was Vernünftiges. Ja, und da wollen wir mal sehen, ob das noch schön saftig und knusprig außen ist.
Das ist ein Stück aus dem Hähnchen geschnitten, paniert und gebacken. Das ist jetzt kein, ja, da schreist du nicht Hurra, aber das ist gut. Bernd Zehner schmeckt das Essen im schwedischen Möbelhaus. Also ganz ehrlich, Preis-Leistung passt. Das Einzige, was aufgestoßen ist, ist der Salat und das sprechen wir jetzt an. Denn das geht besser. Ganz kurzes Feedback. Ich habe gerade bei Ihnen einen Spargel geholt und ich habe mir einen Lachs geholt. Und ich wollte Ihnen nur ganz positives Feedback geben. Ehrlich? Ja, Sie haben das wunderschön gemacht, vor allem mit einem Lächeln. Das fand ich ganz toll. Danke. Der Spargel ist toll, Kartoffeln super, Vorspeise mit dem Lachs, das hat mir auch gut gefallen. Ja. Die einzigste Kleinigkeit, der trockene Salat, der stört mich ein bisschen. Ein kleines bisschen Dressing dazu. Dressing haben wir. Ja, aber ich habe keins dazu. Wo kriege ich das denn her? War das mein Fehler? Ja, wir haben eine Dressingstation. Nein, das ist mein Fehler? Okay. Alles möglich. Dann war alles komplett gut. Vielen herzlichen Dank. Und weiter so. Vielen Dank. Auf bald. Und immer mit einem Lächeln. Ja, das war toll. Dankeschön. Tschüss. Die Reste des Essens kommen natürlich nicht weg. Die verputzt später das Team. Im Selbstbedienungsrestaurant ist der Name Programm. Auch der Foodtester kann man daneben liegen. Ich bin einfach an der Dressingstation vorbeigelaufen. Hier kriegst du alles. Hier kriegst Joghurt, du kriegst Dressing, Vinaigrette, du hast hier Essig und Öl stehen, Balsamico-Creme, es gibt Preiselbeeren, Senf-Ketchup, kannst dir alles aussuchen, was du willst. Also von daher, alles war perfekt. Sehr zufrieden. Mittagessen im Möbelhaus, dem schwedischen, 17,95 Euro. Lecker Lachs, toller Spargel, na, Töffelchen dazu. Es gab ein Schnitzel und einen leckeren Schokokuchen zum Nachtisch. Alles in allem, Preis-Leistung passt, ich kann es empfehlen. Die nächste Station ist im südhessischen Eschborn. Bei diesem Möbelhaus macht Bernd Zehner eine ganz neue Erfahrung. Das Möbelhaus mit dem roten Stuhl. Ein à la carte Restaurant im Möbelhaus? Kenne ich so noch nicht. Ich bin echt mal gespannt, wie ist die Atmosphäre, wie ist der Ablauf. Und irgendwie fühlt sich das komisch an. Aber hey, mal sehen. Also Kamerabrille auf und los geht's. Bernd Zehner kann hier aus 20 Hauptgerichten wählen. In diesem Möbelhaus haben wir eine Konzeptänderung. Und zwar gibt es hier die Bedienung am Tisch. Kein Self-Service. Dafür eine Speisekarte, die relativ umfangreich ist. Und es gibt noch eine Monatsempfehlung. Ich bin ganz gespannt, was mich hier erwartet. Er bestellt eine seiner Leibspeisen. Hallo, guten Tag. Hallo, schön. Ja, ja. Ich hätte gerne das Rumpsteak. Gerne. Ist gut? Super. Nur gutes Feedback bis jetzt. Ja? Sehr schön. Ich esse es auch gerne. Perfekt. So ist es Medium durch oder Englisch. Medium ist immer gut, würde ich sagen. Gerne. Deine Beilage Salat vielleicht noch dazu? Ja, warum nicht? Ja, die habe ich tatsächlich schon angeboten, mag ich für die Idee. Das haben Sie sehr schön gemacht. Vielen Dank. Das Frühlingserwachen im Möbelhaus. Es gibt einen wunderschönen Tischaufleger. Dort sind verschiedene Gerichte drauf. Die sehen alle ganz ansprechend an und das große Ding in der Mitte ist das Rumpsteak America. Ein Rumpsteak vom Grill mit knackigem Grillgemüse, Süßkartoffelpommes, Kräuterbutter und Trüffelmayonnaise für 17,90 Euro. Und da kommst du kaum dran vorbei, das habe ich mir bestellt. Beim Rumpsteak kann man viel falsch machen, da geht es mit der Fleischqualität schon los. Unterm Strich erwarte ich ein ordentlich gebratenes Steak, Medium, was nicht zu zäh ist, also in der mittleren Fleischqualität, weil der Preis lässt gar nichts anderes zu. Und ich hoffe, dass es besser gebraten ist als auf dem Foto, weil hier ist es noch sehr, sehr blöd am Rand. Ja? Bernd Zehner ist skeptisch. Zu Recht. Zuerst das Grünzeug. Vielen Dank, Dankeschön. Oh, schau mal hier. Ja. Na, das ist doch mal was, ne? Das sieht hübsch aus. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Wow, also auf den ersten Blick ist das eine 10 von 10, ne? Das riecht hervorragend. Das sieht toll aus, ist wirklich hübsch angerichtet. Ein bisschen wild, schöner, schwarzer, moderner Teller. Ein warmer Teller vor allem, krass. Wir haben hier oben eine wirklich schöne Kruste auf dem Steak. Ein Berg von Süßkartoffelfritten. Ja, das ist ein Vollkonvenienzprodukt, das ist aber auch okay. Die schmecken oftmals besser wie selbstgemacht. Ja, und beim Gemüse, ne? Das sieht zwar schon optisch ganz gut aus. Sugar Snaps, so heißen die Dinger. Naja, wenn man Grillgemüse schreibt, möchte man irgendwie auch ein gegrilltes Gemüse haben. Das ist ein leckeres Gemüse, zu 99% tiefkühl. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher. Doch, das dürfte eine tiefgekühlte Mischung sein.
Aber der wichtigste Hauptdarsteller auf dem Teller ist ja hier das Steak. Mit einem schönen Stück Kräuterbutter oben drauf. Das könnten 180, 200 Gramm sein fast. Ne? So, dann gucken wir mal. Dann machen wir mal den obligatorischen Schnitt durch die Mitte. Und schauen wir mal, ob wir den Garpunkt getroffen haben. Das sieht gut aus. Das ist schön saftig gebraten. Probieren wir mal das Steak. Optisch immerhin überzeugender als die Bildvorlage auf dem Tischset. Und wie schmeckt's? Geschmacklich gut. Standardqualität. Kräuterbutter dazu. Schön rosa gebraten. Eine große Portion, ne? Kann man gar nicht anders sagen. Die Trüffelmayo passt natürlich hervorragend zu den Süßkartoffelpommes. Wer das nicht mag, der kann sich ja sicherlich was anderes von der Karte aussuchen. Ketchup, Mayonnaise, ich habe gesehen, hier gibt es alles. Ja? Aber das passt gut dazu. Beim Fleisch ist es wie vermutet. Es ist eine gute Standardqualität. Es ist vernünftig gebraten. Ich sag mal so, ein bisschen weit, vielleicht ein kleines bisschen zu weit, aber ich als Gastronom weiß, warum das so gemacht wird. Das machen viele Köche so. Das hier ist so ein akzeptiertes Medium. Das ist vollkommen okay. Wenn es einer der Gäste ein bisschen rosa oder noch mehr rosa haben möchte, kann er sagen, du machst mehr Englisch und dann ist gut. Das ist ein Möbelhaus-Medium. Nimm das mal so. Natürlich spricht Bernd Zehner auch Dinge an, die ihm nicht geschmeckt haben. Wir sind heute unterwegs hier für Kabel 1, Achtung, Kontrolle. Ach so, und wir haben hier Restaurant kontrolliert und Probe gegessen. In einem Möbelhaus im südhessischen Eschborn testet Gastronom und Food-Influencer Bernd Zehner ein Rumpsteak für 17,90 Euro. Ob es geschmeckt hat oder nicht, das bespricht er jetzt mit dem Kellner. Wir sind heute unterwegs hier für Kabel 1, Achtung, Kontrolle. Ach so, und wir haben hier Restaurant kontrolliert und Probe gegessen. Und es ist gar nicht so schlimm. Ich finde es ganz lecker. Ich bin wirklich ganz zufrieden. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist eine schöne Portion. Guter Preis dazu. Ja, Salat auch, alles lecker gewesen. Süßkartoffeln, gefällt mir alles. Das Einzige, worüber wir mal kurz sprechen müssen, wenn wir mal auf der Speisekarte lesen, hier steht drauf, Grillgemüse. Aber gegrillt ist das nicht. Schauen wir mal, das ist sehr weich. Das ist eher geschmort. Ne? Wenn wir über Grillgemüse sprechen und reden über das Gemüse hier auf dem Bild, dann sehen wir das schön angebraten, die Zwiebel gegrillt, die Zucchini hier. Ne? An sich ist das, es schmeckt gut, aber es ist ein geschmortes Gemüse. Mir schmeckt das. Ich vermute, das ist ein tiefgekühltes Gemüse gewesen. Ja? Wenn man da mit einem schönen, frischen Gemüse, das macht viel weniger Aufwand, als dieses Tiefkühlgemüse lecker zu machen. Einfach mit über den Grill, haben Sie ein schönes Grillgemüse. Aber alles in allem dürfen Sie gerne einen Gruß in die Küche geben, das Fleisch toll gebraten. Ja, hat alles gut gepasst. Super, davor würde ich sagen, es tut mir wirklich leid. Dann werde ich auch den Küchenleiter weitergehen. Ja, es ist gar nicht so schlimm. Ja, alles schmeckt ja. Eine Reklamation ist eine zweite Chance. Naja, es ist ein Feedback. Reklamation ist das eine. Aber tolles Steak und vor allem toller Preis für diese Riesenportion, das finde ich echt wunderbar. Klasse. Ja? Sehr schön. Dann vielen herzlichen Dank dafür und geben Sie das Feedback gerne in die Küche. Die nächste Station wird etwas bescheidener ausfallen. Im Stadtteil Bergen-Enkheim testet Bernd Zehner einen Imbisswagen vor einem Möbelhaus. Ich hätte gerne Cevapcici mit Pommes. Okay. Das war's? Das war's erstmal. Ist noch ziemlich früh für ein paar Cevapcici. Wie sieht's aus? Macht ihr die selber, oder? Vielleicht meine Chefin. Ah, okay. Jevin besorgt die. Gut, gut. Cevapcici mit Pommes. Stolze 7,50 Euro. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Tschüss. Den Balkan-Klassiker probiert Bernd Zehner in einer ruhigen Ecke. So, Dele. Die versteckte Kamera brauche ich ja jetzt nicht mehr zum Essen. Da wollen wir doch mal schauen, was sie uns Schönes eingepackt hat. Ich habe mir ein paar Cevapcici bestellt. Und so auf den ersten Blick sieht das ja ganz gut aus. Hey, Pommes, muss man immer mit loslegen. Ich sehe hier so Pommesgewürz oben drauf. Ja, kann man sich drüber streiten. Das sind schöne Steakhouse Fries. Die sind mit so einem Pommes-Salz. Das ist voll okay. Ketchup gut, Mayo gut. Sehe ich schon. Genau das, was du erwartest am Imbiss. Aber der Hauptdarsteller ist ja das Cevapcici. Und das schauen wir jetzt mal. Also. Von außen schön gebraten, stellenweise vielleicht sogar ein bisschen zu dunkel. Ich mag das aber.
Und innen? Konsistenz ist wie erwartet. So, keine Ahnung, als wenn du auf den Tennisball drückst, ne? Der geht wieder in die Ausgangslage zurück. Und ja, eigentlich ist das genau das, was du haben willst. Aber es ist natürlich ein Convenience-Produkt. Ne? Das merkst du sofort. Die haben einfach diesen Fertigprodukt-Geschmack. Von den Fertigprodukten, die man kaufen kann, sind das aber die besseren. Also da gibt es welche, die kannst du gar nicht essen, meiner Meinung nach. Ne? Und das hier ist so eine Sache, da sagst du ja. Ja. Was man natürlich sagen muss hier, direkt vom Möbelhaus, du kriegst so 4 von diesen Cevapcicis, eine Handvoll Pommes dazu. Ja, weiß ich nicht. Da hätte ich mir irgendwie 2 Stück mehr gewünscht, dann wäre es irgendwie berechtigt gewesen. Ja, alles in allem, boah, was kannst du da essen? Aber ein kulinarischer Hochgenuss ist das nicht. Wenn ich hier vor oder nach dem Shoppen rauskomme und bin hungrig, so im Vorbeigehen, komm, nimmst du das mit. Ja? Aber wenn ich die Wahl habe, dann nicht die. Dann gehen wir mal zurück und geben Feedback. Ob die Verkäuferin damit gerechnet hat, dass Bernd Zehner jetzt mit einem Kamerateam anrückt? Ich bin schon wieder da. Wir sind heute unterwegs für Acht und Kontrolle. Ja, ich rufe ja? meine Chef. Rufen Sie den Chef, ja? Aber ist gar nicht so schlimm. Jetzt ist sie weg. Sie möchte erst mit dem Chef reden, ohne dass ich ihr was sagen konnte. Okay. Das ist natürlich, wenn wir sie hier so überfallen, ne, mit Ton und Kamera, das kann natürlich auch, was passiert hier gerade? Ne? Aber ich versuche es immer ganz nett und freundlich zu lösen und auch berechtigt die Kritik ganz nett vorzutragen. Von daher hätte sie eigentlich gar nicht viel zu befürchten, aber ich glaube, sie fühlt sich einfach unsicher in der Situation. Und dann lassen wir sie auch gerne mal mit dem Chef Rücksprache halten. Das ist mein Chef. Hallo, Chef. Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, mein Name ist Bernd Zehner. Wir sind heute unterwegs für Acht und Kontrolle und wir haben Ihren Imbiss getestet. Also, ich habe mir die leckeren Cevapcici geholt, in freudiger Erwartung. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Pommes, das war lecker, schön Zwiebelchen waren dabei, das passt ja ganz gut zum Cevapcici, das Gewürz ist gut, das hat sie alles super gemacht. Aber bei den Cevapcici, da habe ich Sie vorhin gefragt, ob Sie mir sagen kann, wo sie die herbekommt und ob sie die selber macht. Na. Aha. Ist ein Tiefkühlprodukt, nehme ich an, oder? Genau. Aber wie ist denn die Portion Cevapcici normalerweise? 5 also Stück? Na sehen Sie, da wäre ich ja schon glücklich gewesen mit. Ja, also 5 Stück. Und wir haben auch die Preise, weil die haben auch die Preise erhöht. Ja. Wir kommen jetzt am Nachmittag dort vorbei. Ja. Und, okay. Dann schauen Sie nochmal nach dem Rechten, ja? Ja, auf okay. jeden Fall. Ich bedanke mich erstmal. Ich will Sie gar nicht. Ich danke Ihnen für Ihr Feedback. Wirklich, das ist immer wieder gut, wenn jemand seine Kritik und also berichtigt, wie jetzt ich gemerkt habe, das war eine berichtigte Kritik, um uns zu verbessern. Und das haben Sie sehr schön gesagt. So kann es was werden. Ja, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Vielen herzlichen Dank erstmal. Herzlichen Dank. Ja, machen Sie es gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. So einfach ist es, ja? Dann vielen lieben Dank erstmal an Sie. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ja? Da wünsche ich Ihnen noch gute Geschäfte heute. Danke. Auf bald, tschüss. Bernd Zehner lag also richtig. Unterm Strich habe ich schon damit gerechnet, dass es ein Convenience-Produkt sein wird. Aber unter den Convenience-Produkten hat sie wenigstens die verwendet. Ja, die besseren, ne? Das ist ja schon, das ist ein Wermutstropfen, ne? Nach 3 Möbelhäusern kommt Bernd Zehner zu einem klaren, für ihn selbst sehr überraschenden Ergebnis. Mein Tagesfazit, Essen im Möbelhaus, hatte ich ehrlich gesagt nicht so auf dem Schirm. Würde ich da extra zum Essen hinfahren? Nee. Bin ich aber am Einkaufen, Ausflug mit der Family, dich plagt der Hunger, du hast Durst, geh rein, probier was aus. Alles in allem würde ich beim nächsten Möbelausflug auch mal wieder ins Restaurant gehen.